weiter geht's heute mit dem Duell mit Mainz 05 und wir haben noch eine Nachricht reinbekommen, also hier herzlich willkommen zurück zu FIFA und so. Gut, gehen wir mal rein ins gleiche Match. So. Also jetzt erstmal Mainz 05 und dann schon das Rückspiel. So, dann soll heute, jetzt müssen wir ein bisschen rotieren, weil ich habe zwar 7 Punkte Vorsprung, aber ich brauche diese Rotation jetzt drin, um einfach um im nächsten Spiel gegen Manchester halt top da zu sein, und deswegen werde ich jetzt ein bisschen auch mal anderen Spielern eine Chance geben. So, Coutinho mal eine Chance reinsetzen. Außen. Was waren heute mal 6er, ja? So, auf geht's ins nächste Spiel. Spieltag Nummer 29. 7 Punkte Vorsprung haben wir. Theoretisch könnten wir uns einen Ausrutscher erlauben. Ich hoffe es natürlich nicht, dass es passiert, aber mal gucken. Na dann, auf geht's. Der große Moment ist da. Ein Spiel der ganz besonderen Sorte. Ein echtes Highlight. Bleiben Sie dran. Willkommen in der Opel Arena, liebe Fußballfans. Wir begrüßen Sie herzlich zu diesem Spiel. Ich bin Wolf Fuß. Ich darf diese Partie mit dem Kollegen Frank Buschmann kommentieren. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Mainz 05. Gegen Schalke 04. Ein interessantes Ligaspiel natürlich, Wolf. Das sind zwei Mannschaften, die sich heute zeigen wollen, die sich zeigen müssen. Die Fans haben eine hohe Erwartungshaltung. Und wenn diese beiden gegeneinander antreten, also dann dürfen wir uns sicher auf ein tolles Spiel freuen. Alles ist angerichtet für ein Fußballfest. Ich glaube, das wird ein wirklicher Leckerbissen. Ist ja auch kein Wunder, wenn sich diese Offensivkräfte gegenüberstehen. So, es werden auch mal heute ein bisschen durchgewechselt im Pokerspiel in den Sturm. Ein Ex-Meister und der zweite Ex-Meister steht uns im Tor. Das ist dann Robin Zentner heute so mal. So geht der FSV Mainz 05 in dieses Spiel. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Hier sehen wir die heutige Aufstellung. Genau, unsere Aufstellung gibt es ja noch. Ach, guck mal, da Costa, Becker, alles neu, Mostoa neu, Rolf Reus, links Coutinho, vorne drin schon eine Burkhardt, also die Schalke haben auch ein bisschen durchrotiert. Treffen wir in der nächsten Folge oder nächsten Spiel wieder auf
Manchester City zum Rückspiel. Und da soll die Mannschaft am besten fit sein. Und deswegen ist das heute das politische Spiel in Mainz heute. Ja, mit großem Respekt von Mainz, aber heute nicht so wichtig. Weil wir können es heute an einer Auswahl erlauben, würde nichts passieren, aber. Ja. Manchester eine Ausrutscher erlauben, darf nicht passieren. Dann wollen wir nämlich, da wollen wir nämlich ins Halbfinale. So, das jetzt zurück. Genug Manchester, jetzt Mainz und wir gehen jetzt drauf. Der konnte mal noch, aber das ist halt gut gemacht von der Sedi, der da zwischen uns anrutscht. Eigentlich müssen sie jetzt nur noch die Nerven bewahren und dann ist die Meisterschaft eine klare Sache. Also bei dem Vorsprung kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass sie das noch aus der Hand geben. Na, abwarten. Versuchen es heute natürlich zu gewinnen, klar, irgendwie. Und Coutinho. Coutinho, Bockert, Tempo. Jetzt ist er durch. Er versucht's. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ja, ihn richtig gut. Gut gelöst da. Pierre-Kunde Malon. Gut gemacht, da. Abraham. Robert Pier. Ferreira. Das könnte was werden. Sieht gefährlich aus. Gut dazwischen gegangen. Im eigenen 16er. Ma, der war, ja, die Mannschaft machen da auch Druck. Die wissen, woran es die Schalkern. Dass sie damit auch ein bisschen Probleme machen könnten. Dass sie die Schalkern Probleme machen könnten. Neuigkeiten zur Partie im Olympiastadion. Ein Tor ist gefallen, rüber ins Studio, da gibt es alle Infos. Ja, wir haben hier das erste Tor für Hertha BSC. Neuer Spielstand damit 1:0. 17 Minuten sind hier gespielt. Interessante Info, Dankeschön dafür. Nico Elvedi. Marco Reus. Reus, gekommen. Die Flanke kommt, ja, aber ja, nicht. Geklärt. Das gibt Eckball. Kein Foul, kein. Er geht in den Strafraum. Keine Gefahr. Gutes Timing vom Torhüter. Und Martinez. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Ah, gut. Arnold, Ballverlust in der Vorwärtsbewegung. Ah, das muss er besser lösen, müsste Gelb geben. Gelb für Arnold, das hat er sich sehr zu beschreiben. Ja, es war ein Foul und auch die Verwarnung ist meiner Meinung nach vertretbar. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Und der Torhüter ist zur Stelle. Maximilian Arnold. Gut, der Ball jetzt auf Burkhardt. Sie haben Platz. Jetzt nimmt das alleine mit. Burkhardt. Sie machen es. Nein. Das war die Chance zur Führung, aber der Abschluss war einfach nicht gut. Der ist leider noch nicht wahr. Das Zuspiel draußen auf dem Flügel. Mecha! Ja, guter Pass! Ah, Ball, guter Ball, dabei! Den Ball gefällt. Robinson da gut gemalt. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Gutes Ding, Paulinho. Der sagt jetzt auch nochmal, ich hab jetzt gerade ein bisschen die Schnauze voll da. Könnte die Führung. Das ist nicht wahr! In den Pfosten! Ne? Draußen! Haben Sie alles richtig gemacht und dann ist doch das Gestänge im Weg in dieser Situation. Kein Tor, keine Führung. Chancen sind da, aber die macht man bisher noch nicht. Coutinho jetzt. Coutinho, Tempo da, Costa! Wichtige Aktion! Warum der nicht da hingeht? Eine Minute gibt's oben drauf. Pierre-Kunde Malon.
Jetzt wird Pause sein. Ja, und dann ist Pause. 0:0 der Pausenstand. Schalke hatte einige Chancen, aber die Beste, die ich hier Bock hatte, der. Unentschieden zur Pause. Und wenn man. Gut dazwischen gegangen, im eigenen 16er. So, gut. Muss ich jetzt noch ein bisschen durchwechseln. Ja, Hazard ist dabei, definitiv, aber. Ja, Coutinho. Heute eine 0,0 auffällig. Da ist ein Doppelwechsel der Schalker. Und jetzt geht's hier los mit Durchgang 2. Die Schalker mit dem Anstoß. Und mit der Nummer 6, Maximilian Arnold. Neu auf dem Feld, die Nummer 1. Oh, der Kreuz! Jawohl, endlich mal! Nur so, über den Doppelwechsel bei uns, wie gesagt, Latzer raus, Arnold raus, Latzer rein und Dosis für Coutinho, neu in der Mannschaft. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Da ist er einfach gegangen. Reus gegen 3 und dann rein ins Glück. In der Tat viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Sein zweites Saisontor. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Die Nummer 21. Marco Reus. Ah, der ist weg, glaube ich, der Ball. Ja. Und es geht mit Abstoß weiter. Ja, kann man heute gewinnen, dann ist Minimum 7 Punkte. So, damit hat man nächsten Schritt in Richtung. Es Neuigkeiten, es ist ein Tor gefallen. Richtung Titel gemacht. Wir haben hier den zweiten Treffer für Frankfurt. Der neue aber noch ist nicht der Fall. Da darf nämlich so ein Ding von Latzer hier, was er da gerade fabriziert hat. Blockt den Schuss erstmal ab. Ball erstmal weg, gute Aktion. Schön jetzt Becker. Becker. Gerüchteweise könnte sich ein Transfer anbahnen. Bouchy war ja zuletzt immer wieder Thema in den Medien. Großes. Richtig, aber wirklich Großes. Da müssen wir einfach mal abwarten, wie sich die Dinge entwickeln. Nein, verzweifelt. Kein guter Platz Abschluss hier. Lucas Meja. Ferreira. Das könnte eine Gelegenheit werden. Das macht er gut. Kein Tor. Und nicht das Ausgleich, so der meinte ich. Ich wusste gar nicht, sogar, wenn ich das der da reinfällt. Herr Willi. Schöner Pass da. Was für ein Witz, Burkhardt. Ball ist wieder weg nach dieser vielversprechenden Aktion. Gut aufgepasst. Ah. Nur noch der Torwart vor sich. Wartet erstmal ab, vielleicht kann jetzt was entstehen. Klasse Tackling. Wird kein. Aber auch wieder da gezogen, da kann auch wieder was passieren, aber. Und in Kürze steht die nächste Bundesliga-Partie an für Mainz 05. Dann geht es auswärts gegen Nürnberg. Wir freuen uns auf eine hochklassige Partie. Er holt den Ball hier ganz stark. Jetzt könnte er den Ball abspielen. Vorteil, Spiel läuft weiter. Ja, und das ist auch gut so. Da ging er unfair rein und deshalb Freistoß. Nichts von der Seele. Das könnte so etwas wie die letzte Warnung gewesen sein, Buschi. Nicht ganz genauso, Wolf. Beim nächsten Foul ist die Karte fällig. Ja, steht immer nur 1-0. Ne? Es ist noch nichts wirklich passiert. Und wir schauen kein Tor nach dem Freistoß. Der Torhüter hat ihn. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir jetzt gerade so ein bisschen um den. Ball geht direkt wieder zurück. Mecha! Gefährliches Anspiel. Wieder mal toll reagiert. Müsste nicht da aufpassen gerade. Dass die Mainzer waren gerade viel mehr Druck als wir. Müssen wir nie reinkriegen. Jetzt die Ecke. Nicht damit. Lustig wie gegen Bremen. Und wieder nach der letzten Minute. Kein Foul. Gosens. Tempo. Da die kleine Erinnerung für uns, mit wem es die Schalke. Ja, wir treffen aus unserer City. Deswegen spielt auch diese Mannschaft heute hier. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor.
Und Burkhardt, eine große Chance auf das 0 zu 2. Burkhardt ist für diese Mannschaft entschärft diese gute Chance per Hechtsprung, Buschi. Klasse Aktion, alles richtig gemacht. Zehnten Applaus. Gut gemacht, ja. Mainz 05 dominiert hier im Augenblick das Spielgeschehen, wenn es um die Ballbesitzstatistik geht. Und bei den guten Chancen, die die Mannschaft hat, ist auch der späte Ausgleich hier durchaus noch möglich. Weg ist der Ball. Schön. Recht damit. Wichtig, dass Sie da klären. Es ist schon beeindruckend, wie sehr die Fans hier hinter ihrer Mannschaft stehen. Und ich glaube ja, dass das Team das spürt. Das gibt nochmal Schwung. Neu den Lahn für die Schlussphase. Power Reus. Die Chance jetzt für den Supporter. Schalke, jetzt gibt es nochmal Gelb für den Mainzer. Das freut der Reus. Das gibt eine Verwarnung. Gelb ist in der Szene, Wolf. Welche kurze Variante. Hakuma. Gute Aktion, Spiel aus. Und der Keeper hat noch rettet. Die letzte reguläre Spielminute läuft. Haptisch. Und das war's. Schalke müht sich und kraft sich zu diesem 1-0 aus. Und sie gehen Mainz und ist in der nächsten Runde. Sieg. Sie haben eine gute Leistung gezeigt. Spielerisch wirklich überzeugen und auch die Nerven. Weiter oben mit diesen 7 Punkten weg. Vielleicht ein bisschen unverdient, aber 3 Punkte sind 3 Punkte. Wie siehst du die heutige Leistung von Reus? Ganz wichtiger Mann bei diesem tollen Sieg. Sein Tor hat den Ausschlag gegeben. Da hat er mal wieder gezeigt, was er drauf hat. Auf jeden Fall Aufgabe gelöst. Gut dazwischen gegangen, im eigenen 16er. Wir sagen, es ist nicht verdient, definitiv. Aber wir haben es geschafft, wir haben die Aufgabe gelöst. Das ist erstmal das Wichtigste. Mal gucken, wir die Dortmunder noch reißen. Aber jetzt erstmal, das ist jetzt erstmal unwichtig. Nächste Duell heißt Manchester City auswärts. Und ja, 2-1 Hinspiel. Und ja, wie gesagt, das 2-1. Ein Sieg, den müssen wir verteidigen. Vielleicht ein Unentschieden. Die Niederlage dürfen wir uns nicht erlauben. Es hätte sie 3-2 und höher aus. So 3-2, 4-3, 5-4 würde reichen. Aber wie gesagt, darauf wollen wir uns nicht spekulieren. Wir sehen uns im Fernsehen in der nächsten Folge wieder. Und dann geht es weiter in der Champions League im Viertelfinale. Rückspiel.